Spülen nervt. So viel verschwendete Lebenszeit. Ich glaube, ich habe eine Idee. Na, was sagt ihr? Nie wieder spülen, dank Chemie? Darf ich vorstellen, das ist die Kapuzinerkresse. Eine ziemlich coole Pflanze, denn erstens schmeckt sie ziemlich gut und zweitens kann sie das hier. Das ist bekannt als der sogenannte Lotus-Effekt. Und falls ihr euch jetzt fragt, heißt das nicht Lotus-Effekt? Lotus-Effekt ist inzwischen geschützt. Ist echt wahr, deswegen sage ich vorsichtshalber Lotus-Effekt. Jedenfalls, der Lotus-Effekt ist nichts Exotisches. So eine Kapuzinerkresse haben manche von euch vielleicht sogar im Garten. Und selbst der Brokkoli hat einen Lotus-Effekt. So, wie kommen wir jetzt von der Kapuzinerkresse zu unserem Traum, nie wieder spülen zu müssen? Wir müssen unsere Teller super hydrophob machen. Was heißt das? Man kann Stoffe einteilen in hydrophil und hydrophob. Hydrophil heißt wasserliebend und hydrophob heißt wasserhassend oder wasserabstoßend. Einfach zu sehen, wenn man Wasser und Öl zusammen gibt, Öl ist sehr hydrophob, versteht sich überhaupt nicht mit Wasser und die beiden vermischen sich nicht. Interessantes Phänomen, hilft uns jetzt aber noch nicht bei unserer Mission, das Spülen abzuschaffen. Wir brauchen eine hydrophobe Oberfläche. Aber das allein reicht noch nicht. Wenn man sich bei der Kapuzinerkresse die Blätter ganz genau anschauen könnte, würde man sehen, da sind ganz feine Mikro- und Nanostrukturen. Die Oberfläche ist nicht glatt, sie ist rau. Warum rau? Sagen wir, das sind zwei Wassertropfen. Raue Oberfläche, glatte Oberfläche. Bei der rauen Oberfläche hat der Wassertropfen viel weniger Berührungspunkte und kann sich so noch schlechter an der Oberfläche festhalten. Die geheime Formel ist also, hydrophob plus rau ergibt superhydrophob, auch bekannt als Lotus-Effekt. Für die Kapuzinerkresse und andere Pflanzen ist der Lotus-Effekt super, weil sie sich so selbst reinigen können. Das Wasser perlt ab und nimmt dabei Schmutz und Staub direkt mit. Das können wir uns gut abschauen. Wir können Markisen, unsere Häuserwände oder Zäune beschichten, sodass sie sich bei jedem Regen selbst reinigen. Auch für Solarzellen wäre so eine Selbstreinigung wichtig, weil Schmutz und Staub natürlich die Sonne blockieren. Die Kampagne St. Pauli pinkelt zurück hatte noch eine ganz andere Idee für den Lotus-Effekt, nämlich Wände zu beschichten, damit jeder, der gegen eine Wand pinkelt, sofort bestraft wird, indem der Strahl wie so eine Billardkugel wieder zurückgeht. Die Anwendungen sind also vielfältig und man kann sich Lotus-Spray im Baumarkt kaufen und damit auch seine Teller einsprühen. Aber es gibt ein Problem, vielleicht seid ihr auch schon selbst drauf gekommen, wir ernähren uns ja nicht nur von Wasser. Essen hat fast immer hydrophile und hydrophobe Eigenschaften. Und gerade bei Fetten und Ölen macht man sich mit einem super hydrophoben Teller keinen Gefallen. Mal ganz abgesehen davon, dass dieses Spray nicht lebensmittelecht ist und man von diesem Teller nicht essen sollte. Aber bevor ihr jetzt enttäuscht seid, an der Lösung wird derzeit geforscht. Mit der richtigen Chemie kann man nämlich sogenannte amphiphobe Oberflächen herstellen. Das sind Oberflächen, die sowohl hydrophile als auch hydrophobe Stoffe abstoßen. Die einfach alles abstoßen. Solche Oberflächen basieren auch auf einer rauen Nanostruktur, haben aber eine spezielle fluorierte Beschichtung. Noch sind sie nicht beständig genug, um sie im Alltag anzuwenden, wie zum Beispiel beim Spülen. Aber in Zukunft werden sie auch relevant sein für medizinische Anwendungen bei allem, was mit Blut zu tun hat. Blut ist nämlich eine Flüssigkeit, die sowohl hydrophile als auch hydrophobe Eigenschaften hat. Bis dahin müssen wir uns wohl weiter mit dem Spülen abgeben. Aber was habt ihr noch für Ideen für den Lotus-Effekt? Schreibt es in die Kommentare.